jetzt ab. Klingelt mein Handy hier. Muttern, da habe ich jetzt keine Zeit für, weil ich hier gerade am Kommentieren bin. Tut mir leid, die will bestimmt wieder fragen, ob ich irgendwas zu fressen haben will. Das kann sie aber abticken. Ja, Handy, klingel ruhig, immer weiter. Kannst ruhig weiter klingeln. Ich kann jetzt nicht, ich nehme eine Aufnahme. Ich mache gerade eine Nachkommentierung meiner Aufnahme. Mensch, jetzt haben wir recht den Punkt erreicht. Jetzt hat es aufgehört zu bimmeln. Jetzt muss ich da runter, genau. Da muss ich dann links, rechts. Und dann nochmal rechts. So, und dann da lang und dann nochmal rechts. Mann, das ist eine Rechtsabbiegerspur hier. Und dann da kommst du rein. LCPD. Und wird da verprügelt. Ja, keine Ahnung. Vector! Pam! Jetzt noch schnell den Shield aktivieren, damit die Bullen weg sind. Oh, da sieht ja schön drin aus. Ich kann das Mauerstück einfach wegschieben, das finde ich klasse. Zack! Ja, schön auch die Einrichtung da, finde ich super. Also die Farbkoordination ist nicht schlecht, könnte man beibehalten. Ah ja, jetzt kommen wir. Da trab Partymucke bei den Bullen, die machen gerade megamäßig Party da. Das ist Ausnahmezustand. Wir nehmen uns mal den Enforcer hier und dann geht's weiter. Tü-tü-tü. Können wir rauslassen, ich im Führrad ein. Da ist ein Gefängnis hier. Ja, danke, das ist nett von euch. Ich fahre mal weiter hier. Jetzt wieder links rum. Points und gleich wieder links rum. Na, jetzt hier. Ja, die Kurve ist natürlich wieder extrem klein. Ich frage mich, wenn die mal Großeinsatz haben und die schnell raus müssen, wie lange die brauchen, um da um diese Kurven zu kommen. Es ist ja kein Wunder, dass die Bullen nie pünktlich da sind. Wenn man sie mal braucht. Und meistens braucht man sie eigentlich nicht. Hoppala, naja. War ein schönes Geräusch, dieses Pfft. So, gleich haben wir die Mission geschafft. Gut, war ich gehupt. Boing. Und jetzt hier ab in dein Dojo. Das Yaku Dojo. Ding, 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 ding. 30.000 Euro. 30.000 Dollar. 30.000 Dollar. So, haben wir den hinter uns weg, weil der mich genervt hat. Und das Taxi noch beiseite hier. Jetzt aber beiseite hier. Pam, da noch gegen gefahren. Oh, die Karre ist einfach für den Arsch. Na, jetzt. Darüber jumpen. Und jetzt. Ich brauche mal Limo. Nee, doch nicht. Ah, ich werde ein Taxi. Ey. Komm mal, ich brauche mal ein Taxi. Ja, ja, ich nehme mir doch nur dein Taxi. Ich brauche das jetzt. Dafür ist es ja wohl da. So, und jetzt hier zu Mr. K. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Jetzt nehme ich eine halbe Stunde. Nee. Doch, eine halbe Stunde. Habe ich schon fast die Hälfte geschafft. So, und weiter geht da der Peter. Jetzt geht's wieder zum Mr. K. Zum Casino. Was mit C geschrieben wird übrigens. Eine schöne Graddrehung hier. Da vorne angehalten. War natürlich Quatsch. Wir wollen dahinter. So, und jetzt hier wieder rein da. GTA. Das versorge ich auch übrigens. Tsch, oh. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I have never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Dein Ehrgefühl, der und sein Ehrgefühl immer. Sechs Minuten. Ich hatte natürlich wieder total verpeilt. Ich wusste nicht, wohin mit den Autos. Ich wusste nicht, welche Autos. Ich war wieder mal völlig, weil ich nicht mitgelesen hatte.
Und darum verkacke ich das und Bühne und darum mache ich das dann nochmal. Ghostbusters, bla 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 bla. Das war wieder eine ganz schlaue Idee von mir. Ich wollte einfach hier rüberspringen, habe eigentlich gesehen, dass es da nach unten geht. Da, und jetzt kann ich natürlich, wenn ich das sehe, kann ich mir abkotzen. So richtig schön abkotzen. Huch, bin ich ja gerade hängen geblieben am Kabel hier. Ich versuche es mir gerade ein bisschen gemütlich zu machen hier. Juppa. So. Ah, schön gemütlich, nicht Mieze? Gibt's mir auch recht. So, dann dachte ich, hier sind nur die Autos. Ja, das war nur das Pay and Spray und das Beste kommt auch zum Schluss dann. Ich habe natürlich die Garage gesucht und habe die nicht gefunden und dachte ich, da steht irgendwas dran, da steht überhaupt nichts dran. Dann dachte ich, da ist irgendwo ein Auto drin, ja. Dann habe ich wieder zurückgelatscht und ja, habe mir gerade klar gemacht, dass ich das eh nicht schaffe. Dann habe ich versucht, irgendwie Missionsinfos rauszufinden, habe ich halt nicht gemacht. Jetzt geht's gleich in die Partykarre mit dem Party-Sound, wollt ihr gleich hören? Das ist der Party-Sound. Das passt zum Ghostbusters, sieht das ja genau die gleiche Karre übrigens, also sieht man da. Es hat gestockt, oh mein Gott. Na, Mizi? Mizi darf nicht hier rumnerven, da habe ich die erste Karre geholt und hab natürlich verkackt. Geh bitte von der Tastatur weg, Katze, wenn ich das sehe, krieg ich... Oh Mann, nicht da hinsetzen! Nein! Komm her! Ja, was war denn jetzt los? Hä? Wieso stoppt jetzt die Aufnahme? Das wird aber nicht passieren, ja? Das soll aber nicht sein. Wenn mich der ganze Sound nämlich verschrobelt, wenn ich das dann nachher mache. Da habe ich die Karre gesucht und ich habe nur gefehlt bei der Mission, also nur. Ist noch alles in Ordnung hier. Nicht Mizi Flauschi? Ja. So, da ich versucht die erste Karre zu holen und ich. Ja. Bob auf geheimer Mission auf Autojagd. Ja, noch ihn überfahren, den Gigolo überfahren hier. Ah, da bin ich falsch abgebogen, genau. Und da wird auch mit geschossen, natürlich. Und natürlich wieder falsch gefahren. Und jetzt kann ich irgendwie weiter hoch. Ich habe fast 6 Minuten gebraucht, um eine einzige Karre zu holen, weil ich einfach zu blöde bin. So, und jetzt da rein. Und pass auf, jetzt kommt gleich der beste Clou. Ich fahre natürlich völlig falsch. Ich wusste nicht, wohin mit der Karre. Ich dachte, die soll irgendwie auf einen Parkplatz stellen. Weil ich natürlich auch versucht habe, allerdings war es totaler Schwachsinn. Der dritte Musik übrigens, sehr geil, sehr geiler Anime. Habe ich auch alle Teile, also alle Filme, sind ja eigentlich mehr Filme gewesen. Habe ich alle zu Hause, finde ich voll geil. Kann ich mir jetzt mal angucken, weil der einfach nur so schön blöd ist. Und doch sehr genial, der Lupin. Weil ich versucht beim Casino, dachte ich, soll die beim Casino irgendwo hinstellen, hat das Casino gesucht. Und
Karte auch gefunden, aber ich wusste nicht, wo ich die Karre hinstellen sollte. Und die Karre soll ich ja gar nicht auf dem Parkplatz stellen, sondern eine Garage reinstellen und die ist nicht beim Casino. Das kriege ich aber erstmal beim zweiten Mal mit. Ja, wo soll ich sie jetzt hinstellen? Ja, 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 noch da ganz sicher nicht, da auch nicht. Nein, völlig falsch, da kommt sie auch nicht hin. Nee, noch nee. Habe ich schon hingestellt, dann ja, und wieder falsch und. Hauptsache, ich mache alles falsch, steig raus, steig wieder ein. Bin immer noch verwirrt und die Zeit läuft langsam ab und ja. Zu langsam, Mann, zu langsam. So, und weiter geht's. Hat gerade die Aufnahme wieder gestoppt, ich hab's gesehen. So, und jetzt mal die ganze Scheiße nochmal. Diesmal lese ich mir nochmal alles durch. Darum geht das ganze Intro. GTA. Hiya, hiya. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's business is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Jetzt einen leichten Sprachfehler könnte man, jetzt einen kleinen, einen leichten F-Sprachfehler könnte man fast sagen, so einen leichten mit so einem kleinen F drin, aber das kann man nicht wirklich sagen, das sieht man fast gar nicht, was der sagt. So, ja, das ist natürlich jetzt wieder vollkommen übertrieben, weil ich wieder mal lustig sein wollte, dass das bei mir allerdings nie funktioniert. Das ist Rio-Musik, also aus dem Film Rio. Bitte, sag mir, heißt du das, das ich fühle, und du wirst mich ganz erinnern. Pam, noch die Karre aus dem Weg geschoben hier, ausgestiegen. Nochmal die gleiche Karre holen, weil es total sinnvoll ist. Zack. Jetzt holt Fallen rum, weil ich jetzt gerade eine Aufnahme habe. Natürlich ganz klasse. So, und wir fahren jetzt hier einfach mal weiter und weil ich hier nicht weiterkomme, ist es natürlich ein bisschen beschissen. Ah doch, komme ich ja, ja, ich bin auch doof. So, und jetzt geht das weiter hier mit der übelst lauten Musik auf dem Ohr. Und wir fahren und fahren und fahren und wissen nicht weiter und fahren immer weiter. Und hier Karneval. Und jetzt darum, möglichst ohne Schaden zu nehmen. Und jetzt nach links und nach oben und weiter geradeaus. Die Musik ist gerade voll geil, ich habe gar keinen Bock, die zu überquatschen, aber so ein bisschen mache ich trotzdem und eine Lampe mitgenommen, klasse. Und darum muss ich jetzt erstmal wieder reparieren, die Karre. Dieser fahr hier allerdings richtig rum. Dann fahre ich wieder irgendwo rum, wo ich überhaupt nicht rumfahren soll, weil das ist nämlich der. Ja, dann kann ich jetzt ruhig gegenfahren, das wird nicht mehr schlimm. Jetzt auch gleich da hochfahren, genau, und jetzt so, dann mal ab ins Pain Spray. Zack. So, und jetzt guck mal, da ist gerade eine Garage aufgegangen, da ich das Auto abliefern müssen. Genau neben dem Pay and Spray. Ich war auch. Ja, pass auf, da steht, ich steig aus, also ich soll aussteigen. Und das Tor geht nicht runter. Ja, ganz toll. Jetzt kann ich wieder einsteigen, noch ein Stück vorfahren. Jo, und jetzt nochmal. Und jetzt bitte zugehen, Tor, bitte. Jawohl. Das war allerdings nur Auto Nummer 1. Da kommen nämlich noch mehr Autos. Zack, den mal aufgemacht hier. Wieder mal MP3-Player rein. Und jetzt kommt Hollywood-Musik hier. Kennt ihr so diese uralte Hollywood-Musik, wo die dann alle aussteigen und dann ist da am. Hollywood Boulevard, da Riesenshow und alle jubeln und freuen sich und sind alle ganz fröhlich und lala. Das war so zur Filmpräsentation war es, glaube ich, ne? Wenn dann ein Film rauskam, dann sind die Stars da alle ausgestiegen und dann